So, hallo, wir machen weiter bei Fortnite, welches plötzlich wieder mit der alten Aufnahmeeinstellung funktioniert. Ich bin dezent verwirrt, aber es ist okay. Was soll man dazu sagen? Ich weiß es nicht. Das sind so Techniksachen, die verstehe ich nicht. Also wirklich nicht. Ich habe nichts verändert. Und jetzt ist die alte Einstellung wieder da und das Bild auch. Und gestern war es nicht. Keine Ahnung, vielleicht musste der PC mal ausgeschaltet werden. Was weiß ich. So, haben wir. Ah, erstmal müssen wir, dass das hier nicht so komisch rot alles ist, müssen wir erstmal wieder in den normalen Modus zurückkehren. In den normalen Modus zurückkehren, genau, in den da. Und dann können wir nämlich gucken, ob jetzt hier neue Aufträge aufgetaucht sind. Ja, das Fokustraining ist jetzt auch noch da. Und dann fehlt nur noch ein was, was auch in einem Tag kommt. Und dann ist noch eine ganze Woche für alle Aufträge, dass man die abschließen kann. Aber dann wissen wir schon mal, was alles zu tun ist. Bedeutet also, neue Aufträge zu denen, die wir eh schon machen müssen. Wir hätten im Angebot Kopfschüsse, während du mit einem Zielvisier zielst. Okay, 20 Stück. Uff. Aber ja, Fokus, ich verstehe schon, sie machen ja. Es ist ja passend. Es ist ja nicht unpassend. Einen Spieler aus mindestens 50 Metern Schaden mit Zielfernrohrwaffen. Okay, 200 Schaden. Ja, ist in Ordnung. Das ergibt natürlich Sinn. Aber 20 Kopfschüsse, jui. Ah! Ich wette aber, das geht auch wieder mit. Ich bin gespannt, ob das wieder mit Tieren geht. Also mit den Wölfen. Die Wölfe werden ja als Gegner gezählt, die Schweine aus irgendeinem Grund nicht. Wahrscheinlich, weil die nicht von selbst angreifen. Was? Nach der Landung aus dem Schlachtbus einen mindestens seltenen Gegenstand vom Boden auf. Das heißt, man muss schon irgendwo landen, wo man weiß, dass ein seltener Gegenstand vermutlich ist. Okay, interessant. Soll ich dreimal machen? Einem Spieler, mit dem Kamehameha Schaden zu, bevor du mit der Jindo-Chun lande. Okay. I see. Jindo-Chun und dann Kamehameha. Distanz mit einem Fahrzeug auf Asphalt. Ja, also einfach halt fahren. Auf der Straße. Sozusagen fokussiert auf der Straße bleiben. Okay. Schwinge dich mit einem Greifhandschuh ohne zu landen von 5 unterschiedlichen. Ja, okay, alles klar. Muss ich halt an die verschiedenen Sachen denken. Das ist so das Hauptproblem, dass man nicht an die Sachen denkt, die man machen will. Gut. Ansonsten haben wir natürlich noch wöchentlich, ne, hier die ganzen Sachen. Aber das läuft alles. Ich hab's so einigermaßen im Kopf. Ich muss nur immer mal wieder nachgucken. Ihr wisst Bescheid. Let's go. Wir sehen uns also gleich wieder. So, ich habe gerade noch mal geschaut. Also selten ist blau. Wenn wir irgendwo eine blaue Waffe liegen sehen, sollten wir genau dort landen und die schnell aufsammeln. Aber dafür muss man die erstmal sehen, ne? Ich weiß jetzt auch nicht automatisch, wo oft Waffen rumliegen. Meistens halt auf Dächern. Da könnten wir eigentlich mal versuchen. Aber eine blaue Waffe ist eigentlich echt selten. Ja. Sagt ja auch der Name. Ach ja, komm, wir müssen ja auch noch diese Zeit-Challenge machen. Dann gehen wir gleich mal da längs. Wir müssen ja auch noch die Zeit-Challenge in der Wüste machen. Siehst du, die hätte ich jetzt schon wieder fast vergessen. Dann machen wir das doch gleich mal. Dann versuchen wir mal hier zu landen. Da liegt doch schon was Blaues. Ja, stabil. Jawohl, das zählt direkt. Sehr schön. Ja, das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. Das zählt einfach direkt so, wie wir das brauchen. Hervorragend. So, dann haben wir auch schon ein bisschen hier ausgerüstet.
Jawohl, da unten ist die Challenge, die ich meinte, ne? Machen wir noch kurz das Haus durch. Und dann ist auch gut. Dann haben wir uns erstmal hier relativ gut ausgerüstet. Ja. Und ich glaube, jetzt haben wir auch schon was mit Zielfernrohr, ne? Ja, perfekt, sehr gut. Davon jetzt Kopfschüsse machen. Und schon werden wir happy. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nee, ne? Okay. Dann gehen wir schnell mal zu der Challenge. Frage ist, was ich da tun muss. Ah, die ersten Kapseln landen. So, was muss ich hier tun? Okay, also das kann ich alles zu Fuß machen. Gut. Dann Abflug. Ich werde nicht zwischendurch abgeschossen, aber das ist dann halt so. So. Nein, ich habe jetzt keine Zeit für dich zum Spielen. Ich glaube, das ist die letzte. Nice. Okay, so. Wer will es jetzt wissen? Wer wollte was von mir? Er wollte was von mir. Okay, den kriege ich nicht. Das wird echt schwierig mit Kopfschüssen, ne? Ach, leck doch. Jetzt weggegangen. Ja, getötet habe ich, aber waren das Kopfschüsse? Ich glaube nämlich nicht. Ach ja, wir haben ja die Barren. Doch, tatsächlich, 4 Kopfschüsse. Oha, das geht ja. Das geht ja voll klar, wenn das 4 Kopfschüsse schon waren. Von wo denn? Da, von da. Ich bin so schlecht. Aber die zum Glück auch. Wie viele Kopfschüsse waren das jetzt? Waren das mehr Kopfschüsse? Haben wir Kopfschüsse erreicht? Scheinbar nicht. Schade. Aber wir haben auch keine Munition mehr für die Waffe jetzt, ne? Wird da unten noch? Hier auf jeden Fall. Ist das hier? Ah, da... Oh mein Gott! 102... Ja, wir haben keine Munition mehr für die Waffe. Hat sich gerade erledigt. Stark. Oh, das ist auch wichtig. Das nehmen wir gleich mal schnell. Okay. Oh, da ist noch einer. Dann ersetzen wir mal das da. Jo, Munition. Sehr, sehr gut. Und dann ersetzen wir mal das da. Dass wir auf jeden Fall auch Heilung dabei haben. Oha. Sehr gut, die können wir stacken. Zack. Okay.
Also jetzt haben wir genug Munition für Salvengewehr. Oh, da kommt einer. War das jetzt Kopfschüsse? Yes, 11 von 20. Nice, nice, nice. Sehr, sehr gut. Okay, die können wir auch ersetzen. Jetzt haben wir eine blaue. Da müssen wir ja auch noch gegnerische Fahrzeuge angreifen. Ich habe schon noch alles im Kopf. So ist nicht. Ich habe schon noch alles im Kopf. Haben wir eigentlich Ton? Haben wir Ton? Ja, wir haben Ton. Sehr gut. Ich bin schon wieder so paranoid nach der einen Fail-Aufnahme. Aber ich glaube, es ist verständlich. So. Wir sind auf jeden Fall im Gebiet, das ist schon mal gut. Das hier, was hier gerade eingezeichnet ist, sind die Felder mit dem... Oh mein Gott, hat er mich erschrocken. Okay, das war uff. Das war gut. Das war definitiv einfach nur gut. Oh mein Gott. Hat er mich erschrocken. Ja, keine Chance. Keine Chance. Boah. Okay, nächste Runde. Ja, schade, wir waren gut ausgerüstet, muss ich sagen. Aber keine Chance bei so einer Sache. Boah, bin ich erschrocken. Oh mein Gott. Puh. Jetzt habe ich erstmal zwei Minuten, um mich zu erholen, bis es weitergeht. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind wieder am Start. Gut, seltene Waffen müssen wir jetzt schon nicht mehr aufheben. Das hat sich schon erledigt. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich starten will. Was bietet sich denn an? Ich habe keine Ahnung. Wir starten hier. Wir starten auf der Rennstrecke. Dann können wir mit dem Auto auch gleich wegfahren. Also dahinter starten wir. Dabei diese... Ist das so eine Villa oder sowas? Könnte eine Art Villa sein. Und dann ist das so ein Forschungshaus. Ach, ist ja egal. Jedenfalls starten wir hier. Ist es ein Parkhaus? Hä, was ist das? Mr. Spinne möchte hier auch starten, scheinbar. Das ist schon mal keine Waffe, das ist schlecht. Das ist auch keine Waffe, das ist auch schlecht. Das ist eine Waffe, das ist gut. Noch gleich mal den Verfolger abschütteln. Hä? Wie ist der denn jetzt da reingekommen? Der war doch gerade noch hier. Da oben. Oh, das war Gegnern innerhalb von 5 Sekunden nach dem Klettern Schaden zufügen. Nice. Sehr praktisch. So, jetzt können wir uns hier in Ruhe umgucken. Natürlich immer blöd, wenn man gleich zu Beginn Konkurrenz hat. Ja, das nützt mir leider alles nisch. Ach, das haben wir schon. Das ist das Erste. Da ist Munition. Wichtig und richtig. Wo sind denn die ganzen Truhen, die ich höre? Guck mal, hier höre ich 2 Truhen. Die müssen ja außen sein. Ne, hier höre ich sie nämlich schon nicht mehr. Hier ist eine. Sehr gut.
Sehr, sehr gut. Nicht so gut. Oh. Wir sind schon wieder nicht alleine. Wo ist der? Toll. Ja, der hatte doch Waffen, wieso hat er sich nicht gewehrt? Der hatte Waffen und Munition, wieso wehrt er sich nicht? Na gut. Wir ersetzen den Kollegen hier mal. So. Ja, Schrotflinten haben wir jetzt genug. Wobei, wir können die noch ersetzen. Besser ist es immerhin. Noms. Noms. Okay. Salvengewehr haben wir schon am Start. Wo müssen wir hin? Okay. Ja. Ne? Jetzt zum Haus nochmal zurück ist, glaube ich, Quatsch. Na komm, wir nehmen das Boot und fahren. Und fahren eine Runde. Aufladbar. Okay, die nehmen wir mal mit. Die fühle ich. Gegnerische Boote zählen ja auch als Fahrzeug. Ne? So ist ja nicht. Hoppala. So, aber noch sehen wir die auch nicht auf der Karte. Ist alles noch. Wir kommen noch locker hin. Gucken nochmal kurz hier. Da haben wir auch nochmal eine Truhe. Na komm, so viel Zeit haben wir. So viel Zeit haben wir schon. Es ist ja nicht weit weg. Oh, DMR brauchen wir auch. Okay, die ersetze ich. So. Perfekt. Ja, aber jetzt sollten wir uns jetzt... Ja, jetzt müssen wir uns langsam bewegen. Ah, da kommt die Zone. Ich muss es noch bis zum... Ja, hier durch. Gut, alles gut. Das ist der Fluss, zu dem ich wollte. So. Sind wir nämlich auch schon im Gebiet. Also fast. Also genau genommen jetzt. Jetzt sind wir im Gebiet. Haben wir schon wieder Schüsse? Ach Scheiße. Nice.
das denn jetzt? Das klang gerade richtig gefährlich. So, was haben wir hier Hübsches noch liegen lassen? Oh, der hat da auch zwei Pilze dabei. Sehr gut, damit sind wir schildtechnisch voll. Prima. Ansonsten kann ich aber nichts ersetzen. Ne? Nee, schade. Ach, das war die... Da hinten springt einer rum. Oh. Nice. Ersetzen wir. Braucht man nicht mehr. Nee, passt so. Ah, das ganze Geld müssen wir liegen lassen. Das ist echt ärgerlich. So, wo ist der Typ, der rumgesprungen ist? Wolltet ihr zu der Kapsel? Wo ist der Typ hin? Wenn der die Kapsel nicht holt, holen wir uns die Kapsel. Wir müssen eh noch Dinge mit Kamehameha machen. Da scheint sich keiner für zu interessieren. Okay. Dann snacken wir uns die Kapsel. So, was ersetzen wir denn? Boah, schwierig. Machen wir es mal so. Ja, komm. War gar nicht so leicht. So, ich muss mit der Jindo-Chun aus... Von der Jindo-Chun aus eine Kamehameha feuern. Und damit jemanden treffen. Muss ich aber erstmal jemanden finden. So. Und ich muss eh mit der Kamehameha noch jemanden erledigen. Also. Okay. Optimal! Oh, das könnte wehtun. Ah, das tut nicht weh. Nice. Oh mein Gott, das war genau, was wir gebraucht haben. Voll gut. Sehr schön. Okay. So, dann lasst mich mal kurz aufdrehen. Ich hoffe, ich bin hier ein bisschen sicher kurz mal einen Moment. Schild zieht sich zu, also wir müssen eh hier... Die Gegend passt, wo wir sind. Ja, ich hoffe, ich kann kurz Aufträge lesen. So. Nach dem Klettern Schaden zufügen. Ja, das müssen wir noch machen. 150 Schilde in verschiedenen Matches. Ist mein Schild noch nicht voll? Hä? Müsste ich doch haben. Wie geht es? Erhalte 150 Schilde. Warum habe ich das nicht? Zählt es nicht jetzt? Trinke immer reichlich Saft. Ja, keine Ahnung. Vielleicht was anderes gemeint. Ist okay. Ist ja egal. So. Ach ja, das Schwimmen im eisigen Wasser. Siehst du, das habe ich wieder vergessen. Das müssen wir noch machen. Kopfschüsse, während du mit dem Zielvisier zielst. Ja. Mit einem Spieler aus mindestens 75 Metern Schaden mit Zielfernrohrwaffen. Ja. Okay, es waren bisher noch keine 75 Meter scheinbar. Crazy. Okay. Gleich jemand hin? Ja. Man hat auch keine 75 Meter, aber immerhin getroffen. Ist doch auch was wert. Okay, da liegt eine blaue Waffe. Ist das ein Salvendings? Yes. Sehr gut. Dann wechseln wir die Waffe. Ist da unten noch was Sinnvolles? Weil gleich zieht sich's weiter zu. Ja, Munition. Munition können wir uns noch krallen. Okay, sehr schön.
Dann machen wir jetzt geht's wieder mit dem Salvending weiter. Davon haben wir mehr und die schießt auch öfter. Weil wieso hat es jetzt nicht gezählt, dass ich das Schild voll habe? Das verstehe ich noch nicht, aber ist egal. Man kann nicht alles haben. So, was wir dann jetzt schnell mal fix machen, ist an die Tafel zu gehen. Dass wir auch wieder ein Duell annehmen. Oh shit. Immer wieder spannend. So. Okay. Oh, blaue DMR. Oha. Neue Kamehameha. So. Da haben wir dann drei davon. Ist in Ordnung. Oh, das ist... Ah, jetzt wird es aber echt schwierig, was ich jetzt noch mitnehmen soll. Wobei, wir haben eine blaue DMR, dann nehme ich lieber die mit anstatt das Salvengewehr, glaube ich, oder? Kann ich das sehen, was besser ist? Schaden 50, Schussrate 2,5. Das ist alles so im Mittelfeld und die DMR... das Salvendings... Oh, die macht schon deutlich mehr Schaden, aber die dann ist das fast besser, ne? Dann ist das fast besser als die DMR. Ich meine, ich kenne mich ja nicht so gut mit den Waffen aus, so. Das ist halt... Okay, wir haben einen Gegner. Und wir müssen aber auch schon... Oha, habe ich gar nicht gesehen. Hier liegt eine... Oh. Jetzt wird es aber echt schwierig. Ne, wir lassen das mal so. Ziel abgefangen. Ja, schade. Gegner wurde disqualifiziert, was? Wie schafft man das denn? Oha. Scheiße. Ha. So geht's auch. Das ist gar nicht mal eine schlechte Waffe, also man muss es echt sagen. Jetzt ist mein ganzes Schild weg. Da hat mein komplettes Schild mir weggeknallt. Das ist nicht gut. Ich muss dringend wieder an Schilde rankommen. Ja, wir haben nur noch drei Mitspieler. Oh mein Gott. Und einer davon fährt gerade Auto. Und jetzt habe ich kein Dings. Oh mein Gott, wenn ich jetzt eine automatische Dings hätte, das wäre so cool. Schade. Ich habe es versucht. Er hat mich leider bemerkt. Ich habe es versucht. Oh, da ist das andere. Nein, wir hätten... Oh mein Gott, das hätte ich haben können. Hätte ich ein bisschen besser aufgepasst, hätte ich das haben können. Aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wir haben viel erreicht. Wir haben viel erreicht. Gut. Ah, guck mal, wir haben jetzt auch die 75 Meter damit zumindest schon mal 27 Schaden drauf bekommen. Auf dem Entfernung aus 75 Metern. Also das geht dann schon auch. Okay. Ich denke, das lassen wir dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.